Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Wo Ravi Makodi ist nicht länger gesperrt. Urheberrecht Getty Images. Der Internationalen Sportgerichtshof CAS hebt die Sperre gegen den einstigen FIFA-Funktionär Wo Ravi Makodi auf. Er gab Details über den Verbandpreis. Der frühere FIFA-Funktionär Wo Ravi Makodi, 67, hat vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS die Aufhebung seiner durch die FIFA-Berufungskammer ausgesprochenen Sperre wegen Korruption erwirkt. Der CAS begründete die Entscheidung damit, dass Makodi während des CAS-Verfahrens zusätzliche Zeugen genannt und neue Informationen vorgelegt hatte, die den FIFA-Instanzen bei ihren vorherigen Entscheidungen nicht zur Verfügung standen. Strafzahlung gemindert. Makodi, ehemaliges Exekutivkomitee-Mitglied aus Thailand, hatte im Mai vergangenen Jahres vor der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission bereits durch eine Verkürzung seiner Sperre von 5 auf 3,5 Jahre einen Teilerfolg erzielt. Die damals beschlossene zusätzliche Strafzahlung in Höhe von 9.200 Euro wurde vom CAS auf rund 4.400 Euro gemindert. Makodi wurde im Oktober 2016 von der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission gesperrt. Zuvor war der frühere Präsident des thailändischen Verbandes in seiner Heimat wegen Urkundenfälschung verurteilt worden. Im April 2017 wurde dieses Urteil allerdings aufgehoben.